Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem kleinen Informationsvideo. In der neuesten Roadmap haben wir ein paar Informationen bekommen, unter anderem, dass eine neue deutsche Strecke in Arbeit ist. Wir wissen noch nicht, welche Strecke das ist und zu welchem Zeitpunkt sie spielt, auch nicht, welche Loks dort mitgeliefert werden. Wir haben aber gleichzeitig auch jetzt die ersten offiziellen Bilder der Baureihe 420 von DTG bekommen. Die Baureihe 420 ist schon seit längerem in Arbeit, von Trains in Germany entwickelt, demselben Entwickler, der auch die Foslo G6 gebaut hat. Und ja, jetzt gibt es 3, 4 Screenshots, die mit uns geteilt wurden. Und hier sieht man auf jeden Fall schon mal, wir stehen hier auch gerade in München, also nicht in München, sondern auf der Strecke München-Augsburg, hier im Führerstand der 420. Und ich muss sagen, die sieht schon sehr, sehr gut aus, die 420. Der Führerstand ist wirklich echt schön texturiert. Das sind die modernisierten Führerstände, heißt also die 420, die auch eine LZB hat und auch hier diese modernen MFDs eingebaut hat. Ja, und was können wir hier sonst noch so erkennen? Gucken wir mal, was wir hier so sehen. Hier haben wir halt die Leuchtmelder, die man so kennt, zum Beispiel den SIFA-Leuchtmelder. Die Lok scheint auch, der Zug scheint auch an dieser Stelle komplett aus zu sein und abgebügelt. Hier sehen wir nämlich auch 0 kV an der Stelle. Ja, das Ganze ist natürlich Work in Progress. Es gibt kein Veröffentlichungsdatum dafür, möchte ich dazu nochmal sagen. Was haben wir hier? Das ist vermutlich der Türwahlschalter. Und hier haben wir Bremsen und den Leistungshebel. Was dieser Hebel ist, weiß ich nicht. Achso, das ist der Fahrtrichtungswender. Ja, okay, das ergibt Sinn, dass das der Fahrtrichtungswender ist. Ja. Sieht ganz cool aus. Ich springe mal zum nächsten Foto. Da haben wir einen Screenshot aus dem Innenraum in dieser klassisch modernen Variante. Hier DBM-Version der Bezüge, ne, DBM, Deutsche Bahn Medien. Man kennt es, dieses dunkelblau auf dem etwas helleren Blau. Hübsches kleines Detail. Hier vorne den Streckenplan von der S8 von Pasing über Leim, Donnerbergsbrücke, Hackerbrücke, Hauptbahnhof, Karlsplatz, Marienplatz, das kann ich nicht lesen, Rosenheimer Platz, Ostbahnhof. Wir können natürlich nur mit der S-Bahn bis zur Hackerbrücke fahren. Dieser Streckenteil ist nicht mehr im TSW befahrbar. Hier mit der S8, S3, S4, S7, S27 fährt hier auf dieser Stelle. Und ja, der übliche sehr hohe Grad an Detailtiefe, hier die Türen, die aufgehen, die man nach rechts und links aufschieben muss. Die üblichen Sticker, die man so kennt. Ja, ne? Und die Fenster lassen sich öffnen. Das wurde tatsächlich von DTG jetzt bestätigt. Die Fenster lassen sich tatsächlich individuell hier an dieser Stelle aufkippen. Das ist schon ganz cool. Hier noch ein weiterer Screenshot aus dem Inneren. Da hier sehen wir auch den kompletten Streckenplan nochmal aus dem Großraum München bzw. von der S-Bahn München. Also auch auf solche Details wurde geachtet. Sowas ist immer ziemlich, ziemlich cool. Was wir hier sehen an dieser Stelle, die Spiegelung, das funktioniert anscheinend in gewisser Form hier auch im Innenraum. Also hat auch schon was. Und ja, so ansonsten der typische Innenraum der modernisierten 420er. Wer noch in solchen Zügen saß, der wird merken, das ist schon ein recht hoher Detailgrad, der hier eingeflossen ist. Und dann haben wir noch ein weiteres Screenshot-Bild aus dem Führerstand, wo wir nochmal hier die restlichen Fahrinstrumente erkennen können. Und ja, ich finde, das sieht auch recht schön detailliert aus. Hier sieht man zum Beispiel noch so einzelne kleine Kratzer oder sowas ähnliches in den Texturen mit drin. Also es ist so ein bisschen verwaschen, hat nicht so dieses komplett neumoderne, wenn man es so möchte. Was haben wir hier oben noch? Ja, hier so eine Art Sonnenblende, hier noch ein Rollo, das man runterziehen kann. Ist bestimmt auch verwendbar, also im Spiel benutzbar. Hier hinten haben wir noch die ganzen Schalter. Hier kann man bestimmt PZB und so weiter anschalten. Und dann noch ein Screenshot von außen. Auch das ist natürlich Work in Progress. Ne? Man sieht es ja hier, hier sind jetzt noch keine Zahlen dran. Hier ist auch noch kein Zugziel, aber das wird sich zu 100% mit Release noch verändern. Auch die Lichter sind jetzt noch nicht an, aber man sieht auch hier, was für ein Detailgrad damit eingeflossen ist. Also Hut ab, Hut ab. Hier haben wir schon die passende Beschriftung. Die B-Regio AG S-Bahn München, München-Steinhausen.
S-Bahn München hier vorne. Zweite Klasse, zweite Klasse. Ja, der Stromabnehmer mit diesem roten Anstrich finde ich auch ganz cool. Gibt es, glaube ich, im TSW bisher nicht, dass die Stromabnehmer eine andere Farbe haben als schwarz. Da haben wir jetzt, glaube ich, keinen Zug bisher, ne? Ja. Ja, genau. Und das war der letzte Screenshot und halt eben auch die Information, dass DTG gesagt hat, dass eine neue deutsche Strecke in Arbeit ist. Welche das ist, das wissen wir noch nicht. Es kann alles Mögliche sein. Es ist halt einfach nur eine deutsche Strecke. Wir wissen auch nicht, zu welchem Zeitpunkt die Strecke gesettet ist und auch nicht, welche Fahrzeuge da mitgeliefert werden. Aber sobald es da mehr Informationen gibt, halte ich euch da auf dem Laufenden. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.